Dieses Konzept ist etwas, das jeder verstehen muss, das jeder kennen muss. Denn es ist die Realität. Die Realität ist, dass die Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit schenkst, die Dinge, über die du sprichst, über die du nachdenkst, diese Dinge bekommen deine Energie und sie werden zu deiner Realität. Du hauchst ihnen Leben ein. Energy goes where attention flows, ist ein berühmtes Sprichwort. Die meisten von euch werden es kennen. Für die, die es nicht kennen, übersetzt heißt es, Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit ist. Die Dinge, denen du am meisten Aufmerksamkeit schenkst, werden zu deiner Realität. Denkst und sprichst du den ganzen Tag nur über Armut und dass du dir dies und das nicht leisten kannst, ist das genau das, was du anziehen wirst. Denkst und sprichst du nur von Reichtum und darüber wohlhabend zu sein, ist es das, was deine Realität werden wird. Es ist nicht nur wahr auf Ebene der Energie, die du ins Universum ausstrahlst. Es ist ganz logisch, wenn du mal darüber nachdenkst. Als Beispiel, du kannst das selber versuchen, aber ich glaube, man kann sich das auch ganz gut vorstellen. Wenn du mit einem grimmigen Gesicht durch die Straßen läufst, ist auch das genau das, was du von deiner Umwelt wiedergespiegelt bekommst. Lauf aber mit einem strahlenden Lächeln durch die Stadt und du wirst sehen, das ist das, was du wiedergespiegelt bekommst. Läufst du lächelnd durch die Welt, ist es das, was du wählst. Du wählst, mit einem Lächeln durch das Leben zu gehen. Unser Leben ist nicht das, was uns passiert. Es sind die täglichen Entscheidungen, die wir treffen, die unser Leben ausmachen. Du kannst dich entscheiden, das Schöne in allem zu sehen. Oder du kannst dich entscheiden, in allem etwas Hässliches zu sehen. Man kann selbst in der schlimmsten Situation noch Licht sehen. Oder man kann in der privilegiertesten Situation noch das Dunkle in allem sehen. Wenn man es sich genau ansieht, dann leiden wir Menschen doch unter allem. Wir leiden, wenn wir nicht verheiratet sind. Wir leiden, wenn wir verheiratet sind. Wir leiden, wenn wir keinen Job haben. Wir leiden, wenn wir einen Job haben. Gibt es etwas, woran wir nicht leiden? Es kommt also nicht von außen, richtig? Alles, was du fühlst, kommt von innen, richtig? Ist es dann nicht logisch, dass man nicht das Außen verändern muss, sondern das Innere? Sich zu entscheiden, das Leben nicht so ernst zu nehmen und vor allem sich selbst, ist das Geheimnis. Wenn man das Leben etwas spielerischer betrachtet, man ist total involviert, aber zur selben Zeit nimmt man es nicht zu ernst, denn es ist nur ein Spiel. Das Spiel ist irgendwann vorbei und man sollte voll dabei gewesen sein. Beim Gesetz der Anziehung geht es darum, seine Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit, nicht schwankend, auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Da die meisten Menschen nicht genau wissen, was sie wollen, schweift ihre Aufmerksamkeit von einer zur anderen Sache. So wird man nie manifestieren, was man will. Um sich auf etwas fokussieren zu können, muss einem natürlich erstmal klar sein, was man möchte. Es ist also für jeden Menschen erstmal wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen. Komplett unbeeinflusst von der Außenwelt. Es ist egal, was Freunde und Familie sagen. Es ist egal, was die Gesellschaft dir vorgibt. Du musst dir Zeit für dich selbst nehmen. Nimm dir 2 bis 3 Wochen und geh irgendwo hin, alleine, und schau in dich hinein. Mach eine Liste, was es ist, was du willst. Wir sind ziemlich gut darin, zu wissen, was wir nicht wollen. Aber die wenigsten wissen, was sie wollen. Was willst du? Was willst du? Denk darüber nach. Setz dich hin und mach eine Liste. Wenn sich etwas in der Außenwelt manifestieren soll, muss es zuerst da sein in deinem Kopf. Alles, was der Mensch geschaffen hat, sei es gut oder schlecht, ist zuerst im Kopf entstanden. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass es je wahr werden wird. Mach dir ein Vision Board. Das ist ein klassisches Mittel, sich täglich an seine Vision zu erinnern. Sei sehr spezifisch mit dem, was du willst.
Willst du mehr Geld? Dann denk nicht nur mehr Geld, sondern stelle dir eine ganz bestimmte Summe vor. Zum Beispiel, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen. Oder ich will 300.000 Euro im Jahr. Das Board sollte nicht irgendwelche zufälligen Bilder aus Zeitschriften enthalten. Du solltest die Sachen darauf genau auf dich zuschneiden. Zum Beispiel schreibe einen Scheck oder einen Kontoauszug auf deinen Namen mit der Summe, die du dir wünschst. Wenn du etwas Photoshop-Skills hast, photoshoppe dich einfach in dein Traumhaus oder in deinen Traumurlaub. Wenn nicht, mach es so detailliert und exakt wie möglich. Höre dir täglich Affirmationen an oder mache dir selbst welche. Programmiere dein Unterbewusstsein auf Erfolg. Deine Glaubenssätze zu erweitern, spielt eine wichtige Rolle dabei, das zu manifestieren, was du willst. Einstein hat einmal gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Wissen ist begrenzt, aber Fantasie bringt dich überall hin. Es ist wichtig, von Zeit zu Zeit desillusioniert zu sein. Will Smith sagte dies in einem Interview, dass alle erfolgreichen Menschen das gemeinsam haben, dass sie alle etwas desillusioniert sind. Denke über den Tellerrand hinaus. Und mach dir keine Gedanken darüber, wie es möglich sein kann. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, zu wissen, was du willst. Den Rest erledigt das Universum für dich. Es gibt Millionen Möglichkeiten, wie sich dein Wunsch manifestieren kann. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, sei dir klar, was du willst. Wenn du kannst, nimm dir eine Auszeit und verbringe einige Zeit mit dir alleine. Zweitens, visualisiere deine Wünsche bis ins kleinste Detail. Schreib sie auf. Mach eine Liste so detailliert wie möglich. Drittens, erstelle ein Vision Board und schaue und fühle es jeden Tag, als ob es bereits Realität ist. Viertens, sprich Affirmationen, die dir helfen, dein Unterbewusstsein auf Erfolg zu programmieren und deine alten, begrenzten Glaubenssätze zu erweitern. Fünftens, lass es los und lass das Universum seine Arbeit machen, denn es ist bereits da und wartet auf dich. Wenn der Samen einmal gepflanzt ist, musst du die Geduld und das Vertrauen haben, dass er sprießen wird. Bleibst du konstant dabei, diese Schritte in dein Leben zu integrieren, ist der Erfolg garantiert. Dein Leben wird sich verändern. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir von IMA sagen Danke fürs Zuhören. Wenn dir unsere Videos gefallen, lass uns ein Abo und ein Like da.